Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Software Virtu-MVP 2.0 von Lucid Logix installiert. Dabei handelt es sich um ein Programm, das eine integrierte Grafikeinheit der CPU, sofern vorhanden, dazu nutzen kann, eure selbstverbaute Grafikeinheit bei rechenintensiven Aufgaben zu unterstützen. Um die Software fehlerfrei installieren zu können, beziehungsweise dass sie dann auch ausgeführt wird, muss man einige Einstellungen im BIOS vornehmen. Dazu habe ich ein paar Screenshots vorbereitet. Und zwar seht ihr hier, ich habe das MSI Z87 G45 Gaming. Ich denke mal, dass es analog zu anderen Herstellern hier nicht sehr viel unterschiedliche Einstellungen geben wird. Und fangen wir einfach mal an. Wir klicken auf Settings, dann kommen wir in den nächsten Bildschirm und klicken auf Erweitert und dann im nächsten Bildschirm auf den Menüpunkt Integrierte Grafikkonfiguration. Und hier klicken wir den ersten Punkt an, Virtu Technologie, und dann bekommen wir ein Auswahlfenster der E-Mode und der D-Mode. Mit dem E-Mode ist immer die Grafikeinheit in der CPU gedacht und D-Mode ist immer eure selbstverbaute Grafikkarte. Hier in dem Beispiel wähle ich jetzt auch den D-Mode aus. Das bedeutet eben, dass die Grafikeinheit der CPU später meine Grafikkarte unterstützen soll bei rechenintensiven Aufgaben. Also wählen wir den D-Mode aus. Als nächstes haben wir dann Initial Grafikadapter. Das bedeutet eben, wenn der Rechner hochgefahren wird, von welcher Schnittstelle aus eben die Bildausgabe erfolgt. Bei mir ist es jetzt eingestellt PCI Express. Dort habe ich eben meine Grafikkarte reingesteckt in diese Schnittstelle. Hier könnte man, wenn man draufklickt, hätte man noch die Möglichkeit, IGD auszuwählen. Dann müsste man den Monitor eben an die Schnittstelle der Grafikeinheit auf dem Motherboard anschließen. So, geteilter integrierter Grafikspeicher. Hier habe ich mal 1 MB zugewiesen, der dann eben fest dafür reserviert ist. Und bei DVMT-Speicher wird eben, ja, wenn es erforderlich ist, variabel vom System eben Systemspeicher für die Grafikeinheit der CPU zur Verfügung gestellt. Das habe ich mal auf Maximum stehen, weil damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Da läuft es am besten. Und IGD-Mehrfachmonitor muss eingeschaltet sein, sonst läuft Virtu-MVP nicht fehlerfrei. Und wenn ihr den Rechner hochfahrt und hättet schon die Software installiert, dann würdet ihr nämlich hier diese Fehlermeldung bekommen. Und dann müsstet ihr wieder ins BIOS zurück und erst dann eben hier den IGD-Mehrfachmonitor wieder einschalten, damit das funktioniert. So, haben wir das alles erfolgreich gemacht und Virtu-MVP 2.0 installiert. Hierzu sei noch erwähnt, ihr müsst jetzt keine Grafiktreiber von Intel runterladen, die dann eben die Grafikeinheit der CPU ansprechen. Wenn ihr Virtu-MVP 2.0 installiert, in dem Paket ist schon alles drin, was ihr braucht. Und wenn ihr das dann installiert habt, dann seht ihr hier unten auch im Systemtray dieses kleine Icon. Wenn ihr hier doppelt draufklickt, dann startet eben das Programm bzw. wird das Hauptfenster geöffnet. Das kann man hier erweitern. Mit diesem Button kann man generell Virtu-MVP ein- oder ausschalten. Im Hauptmenü sehen wir nochmal ein Schaubild von dem, was wir im BIOS eingestellt haben. Also unsere Konfiguration ist jetzt eben, dass die IGD-Grafikeinheit unsere selbstverbaute Grafikkarte unterstützt und die Ausgabe eben an dem Monitor erfolgt. Hätten wir anstatt den D-Mode den E-Mode gewählt, dann wäre dieses Schaubild jetzt genau andersrum. Hier bei Symbol im Spiel kann man eben eingeben, ob ein kleines Symbol angezeigt werden soll. In dem steht dann Virtu-MVP. Ich versuche das nachher nochmal zu zeigen. Das zeigt einem dann eben kurz an, dass das Programm, was man eben benutzt oder aktuell gestartet hat, dass es eben unterstützt wird von Virtu-MVP.
Unter Leistung kann man V-Sync oder High Performance einstellen. V-Sync, das bedeutet eben, dass das Spiel ungefähr mit der Bildwiederholrate eures Monitors gleichgesetzt wird. Dadurch erhöht sich dann wahrscheinlich bei den meisten etwas die Framerate, also die FPS. Und die dürfen dann, so wie bei meinem Monitor, der läuft eben mit 60 Hertz und dadurch habe ich dann auch eine Bildwiederholrate von 60 FPS in den Spielen. Hat den weiteren Effekt, wenn man virtuell V-Sync eben jetzt hier deaktiviert oder im Spiel auch, dann kann es zu hässlichen Artefakten kommen. Das sieht man am besten bei Diablo 3, das versuche ich auch gleich nochmal zu zeigen im Anschluss. Also Sinn macht diese Software nur, wenn man virtuell V-Sync eben aktiviert. Und High Performance ist das aktiviert, dann ist zum Beispiel Mauseingaben laufen einfach flüssiger in den Spielen. Unter Anwendungen sind schon einige Programme vorgegeben, die unterstützt werden. Ist jetzt euer Spiel oder Bildbearbeitungsprogramm hier nicht angezeigt, könnt ihr das hier über Hinzufügen selbst hinzufügen. Wenn ihr hier auf diese drei Punkte klickt, dann navigiert ihr einfach zu dem Pfad, klickt das Programm an, das unterstützt werden soll, geht auf Öffnen und dann habt ihr hier die ausführbare Datei. Und hier unten bei anwenderfreundlicher Name könnt ihr selber eingeben, wie das dann heißen soll, das Programm, wie das benannt ist. Und so wird es dann hier in der Übersicht auch angezeigt. Hier unten drunter seht ihr auch, könnt ihr einstellen, ob High Performance eben unterstützt werden soll, etc. Könnt ihr hier schon gleich anklicken. Oder ihr könnt hier über den Button oder das Auswahlkästchen aktiviert, könnt ihr speziell für eine Software eben die Unterstützung vom VirtuMVP eben aktivieren oder deaktivieren. Man muss noch dazu sagen, wenn man VirtuMVP benutzt, kann es Probleme geben, zum Beispiel bei Abspielsoftware von Blu-rays etc. Hier taucht dann eine Fehlermeldung auf. Um das dann beheben zu können, geht man einfach hin und fügt eben das Programm, das den Fehler verursacht, das fügt man hier hinzu, und zwar immer die ausführbare Datei, die EXE-Datei, die dafür verantwortlich ist, fügt man hinzu und dann deaktiviert man das hier über das Kästchen. Und in dem Moment kann VirtuMVP das Programm berücksichtigen, weiß, dass es nicht unterstützt werden soll, wenn das Häkchen hier raus ist, und dann läuft auch alles ganz normal. Das könnt ihr auch mit Spielen machen, also egal welches Programm das ist, wenn es zu Problemen kommt, dann einfach das Programm hinzufügen, sofern es hier noch nicht drin ist, deaktivieren und dann habt ihr da auch Ruhe. Unter Fortgeschrittene ist eigentlich nur der Punkt jetzt nach Updates suchen erwähnenswert. Wenn man hier draufklickt und bestätigt das, dann schaut die Software nach, ob es eben eine aktuelle Version gibt. Und bei mir war es die ganze Zeit so, dass ich auch immer hier diese Anzeige bekommen habe, dass ich eben die aktuellste Version drauf habe, die 2.0. Das stimmt soweit auch, aber wenn ich dann auf das Register Info gehe, ich mache mal die Lupe an, dann sehen wir hier unter Core die Versionsnummer von VirtuMVP. Und als ich selbst noch die Version 3.0.108 drauf hatte, hat es doch zu verschiedenen Fehlern geführt, auch im Windows selber. Ich habe aktuell Windows 8.1 und da war es dann so, dass eben hier Fotos etc., alles was über die Apps gelaufen ist, hat doch massive Probleme verursacht. Und erst eben mit dieser Version, die ich mir aber selbst manuell bei Lucid Logix von der Internetseite runterladen musste, erst mit dieser Version läuft alles fehlerfrei und auch im Windows gibt es eigentlich keine Ecke, die da jetzt irgendwo noch Probleme macht. Jedenfalls ist mir nichts aufgefallen. Nur eben das Problem, dass es hier diese neue Version gibt, das hat mir diese Update-Überprüfung von eben nicht angezeigt. Also unbedingt darauf achten, erst ab dieser Versionsnummer läuft das alles richtig sauber.
Gut, dann werde ich versuchen, jetzt mal Diablo 3 zu starten, um euch einfach mal zu demonstrieren, was passiert, wenn man Virtual V-Sync deaktiviert oder aktiviert. Denn man muss es einfach so sehen, in manchen Spielen ist der Effekt einfach stärker, da merkt man richtig, dass die FPS sich erhöhen, in manchen Spielen ist es eher weniger, aber es stört auch nicht. So, unten rechts könnt ihr jetzt das Symbol von VirtuMVP erkennen. Das flackert jetzt ein bisschen, das liegt aber an meiner Aufnahmetechnik. Hier bewege ich mich jetzt extra auf einen ziemlich kleinen Kreis, damit ihr an den Figuren erkennen könnt, dass das Bild eigentlich nicht ruckelt, dass es doch sich sehr flüssig bewegt und so bleibt es auch das ganze Spiel über. So, jetzt wollte ich das umstellen, dass eben V-Sync deaktiviert wird, aber das hat Diablo wohl nicht vertragen. Ich starte jetzt das Programm nochmal neu. Ich habe das jetzt aber zusammengeschnitten, damit ihr das nicht ertragen müsst, jetzt nochmal den ganzen Ladevorgang mit anzusehen. So, und ich hoffe, dass man das jetzt hier in dem Video richtig erkennt. Wenn ihr jetzt genau drauf achtet und auch mal die Figuren anguckt, dann seht ihr, dass das alles so ein bisschen zoppelt und ruckelt. Ich hoffe, das kommt auf dem Video gut rüber. Es ist natürlich immer problematisch, wenn das ja jetzt durch ein Capture-Programm aufgenommen wird. Aber ich glaube, man kann den Unterschied doch ganz gut erkennen. So, das wäre es dann eigentlich jetzt auch gewesen. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen ein bisschen weitergebracht hat. Was ich zu Anfang vergessen habe, noch zu erwähnen, die Software, das VirtuMVP 2.0, das lag bei meiner Hardware jetzt schon mit dabei. Man kann diese Software sich auch selber kaufen. Ob das jetzt dann so notwendig ist, also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so toll, dass ich es mir kaufen würde. Aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es war jetzt dabei und ich habe es installiert und es bringt mir auch keinen Nachteil und an manchen Ecken sogar einen kleinen Vorteil. Und darum lasse ich es jetzt bei mir auch drauf. Aber wie gesagt, extra kaufen bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen würde. Gut, das war's dann mal wieder und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und gutes Gelingen. Tschö.